Mahlzeit, hier ist wieder der Schattennaseweis mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich tatsächlich mal wieder eine San Pellegrino, die ich noch nicht hatte, und zwar die Limonata. Ich weiß, man muss Italienisch mit Händen reden. Und Limonata, wie man schon sieht, dürfte da Zitrone sein. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die schon mal getrunken habe. Hat mich auch ein bisschen gewundert jetzt, dass ich da noch kein Video von hatte. Ja, wenn man die an der richtigen Seite aufmacht, dann funktioniert das wahrscheinlich auch. Und ja, die riecht sehr zitronig. Erschreckenderweise. Hat auch die typische Farbe für Zitrone. Ja, Zitrone erinnert mich immer irgendwie ein bisschen an Spülmittel. Und da ist drin Wasser, Zitronensaft aus Konzentrat, 11%, Zucker und 5% Zitronensaft, nicht aus Konzentrat. Also steht jetzt nicht mehr Konzentrat dabei. Wundert mich jetzt. Haben die da tatsächlich frischen Zitronensaft reingemacht? Würde mich jetzt wundern, aber okay, die sind ja auch teuer genug, da kann man auch ein bisschen was erwarten, wobei 16% Saft ist schon eine Menge für eine Limo. Dann hast du noch Kohlensäure drin, natürliches Zitronenaroma und Stabilisator Pektin und das waret. Also wie bei San Pellegrino üblich, ist die Zutatenliste sehr übersichtlich. Oh ja. Ich meine, ich schüttel mich jetzt ein bisschen, aber das liegt nicht daran, dass das eklig schmeckt, sondern daran, dass das so sauer ist, wie von einem Zitronensaft zu erwarten. Und das ist jetzt halt Zitronenlimo. Also ich mag ja sauer, aber jetzt haben wir Anfang Dezember, das ist glaube ich eher was für den Sommer. Im Sommer finde ich die Zitronenlimo immer extrem erfrischend. Und der Zitronengeschmack bleibt auch sehr lange im Mund. Ja, das ist eine richtige Limonade ist es auch nicht, aber das ist eher eine Zitronade, weil sonst wäre es ja mit Limone. Aber da bin ich ehrlich, da mache ich Zitrone lieber als Limone. Ich gebe dem aber trotzdem jetzt einen Seitwärtsdaumen mit einer leichten Tendenz nach unten. Weil es schmeckt zwar nicht eklig, aber das ist wirklich was, was man nicht ständig trinken kann. Also gerade bei Zitrone. Ja, es schmeckt wirklich nach Zitrone und ist auch so sauer wie Zitrone. Oh, das kann manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten sein. Oh. Ich sage jetzt mal trotzdem danke fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Video wieder.